Ich möchte euch von einem 13-jährigen Mädchen erzählen, das ich in einem unserer Kurse kennengelernt habe. Das Thema war Selbstbehauptung und die Aufgabe war, laut "Lass mich in Ruhe" zu schreien. Dieses Mädchen war aber sehr schüchtern und zurückhaltend. Wir haben sie dann ermutigt und tatsächlich hat sie sich dann getraut und auf einmal kam ein lauter Schrei aus ihrem Mund. Sie war auf einmal total überrascht von sich selber und total verdutzt. Aber den Rest der Stunde hat sie nicht mehr mitgemacht. Sie war sogar richtig in sich gekehrt. Aber in der Folgewoche war sie wie ausgewechselt. Sie war ein anderes Mädchen. Sie hat aktiv mitgemacht, hat sich beteiligt, hat den anderen Kindern geholfen. Und als es um die Wiederholung dieser Schreiübung ging, dann hat sie sich hingestellt, voller Inbrunst und ganz laut geschrien: "Lass mich in Ruhe!" Es schien ihr also richtig Spaß gemacht zu haben. Das Leben ist wie ein Puzzle, das nie fertig wird. Aber mit der Zeit wird es immer größer und größer. Und immer wieder werden Puzzleteile mit Erlebnissen und Fähigkeiten passend angelegt. Dabei verhindern Mobbing, Ausgrenzung und Einsamkeit aber das Wachstum dieses Puzzles. Und das 13-jährige Mädchen, von dem ich euch erzählt habe, hatte bereits viel Ausgrenzung erlebt. Und in dieser Stunde hatte sie eine neue Fähigkeit erlernt. Diese Fähigkeit hat sie stärker gemacht. Sie hat also für sich ein passendes Puzzleteil gefunden. Patsuro ist japanisch und bedeutet Puzzle. Vor 10 Jahren habe ich das Patsuro Kids Konzept erarbeitet und mir war wichtig, dass die sozialen Werte in den Mittelpunkt gerückt werden. Also Themen wie Respekt, Selbstvertrauen, gesunde Ernährung und nicht aufgeben. Das ist zentral wichtig im Patsuro Kids Konzept. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Kinder mental stärker und körperlich fitter zu machen. Und dabei möchten wir den Kindern vielseitige Puzzleteile anbieten, sie dort abholen, wo sie gerade sind, damit sie individuell wachsen können.